Hallo und herzlich willkommen heute zu, keiner Folge von unserem Sanitäter-Fresh-Up. Tatsächlich ist uns ein bisschen die Realität dazwischen gekommen. Für heute war eigentlich geplant, dass Nils und ich uns hier bei uns treffen, in unserem improvisierten Studio und eine weitere Folge vom Sanitäter-Fresh-Up aufnehmen. Leider kam es dazu nicht mehr, weil wir alarmiert wurden und in einem echten Einsatz ein Pflegeheim evakuieren mussten. Dementsprechend tut es mir furchtbar leid, euch allen mitteilen zu müssen, dass wir heute noch keine neue Folge vom Sanitäter-Fresh-Up hochladen können, weil wir sie nicht aufgezeichnet haben. Das holen wir, sobald es unsere Zeit zulässt, nach. Bis dahin kann ich euch schon mal sagen, dass wir für die kommenden Wochen und Monate viel geplant haben, viele interessante Themen im Angebot sind. Unter anderem möchten wir in den kommenden Wochen über die neue App Cutretter sprechen, die es hier in Berlin gibt, auf die wir die wir empfehlen können. Wir möchten über viele verschiedene Dinge sprechen. Monitoring von Patienten wird Thema sein, also wie funktioniert zum Beispiel ein Vierkanal-EKG, was für Möglichkeiten haben wir, einen Patienten zu überwachen. Das und noch vieles mehr erwartet euch die kommenden Wochen. Allerdings leider nicht heute, da wir, wie gesagt, quasi zu Beginn unserer Aufnahmesession wegalarmiert wurden und dann etwas anderweitig beschäftigt waren mit Infektionstransporten. Dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, euch in unserem YouTube-Kanal umzugucken. Vielleicht findet ihr ja doch den ein oder anderen Vortrag, der euch interessiert. Ich verspreche aufrichtig, alle der vergangenen Vorträge, die wir über die Bereitschaftsabende so angesammelt haben, nochmal zu sichten, zu katalogisieren und eine entsprechende Liste aufzustellen an interessanten Themen, die es schon jetzt hier bei uns im Kanal zu betrachten gibt. Bis dahin bleibt uns gewogen. Ich hoffe, dass wir dann nächste Woche wieder ganz normal mit unserem Rhythmus weitermachen können und dann auch wieder jeden Montag eine frische Folge vom Sanitäter Fresh Up für euch haben. Das war jetzt ganz schön viel fresh auf einmal. Ich bin aktuell eher weniger fresh und gehe jetzt auch ins Bett. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auch im Namen von Nils. Macht's gut!